So, also ich habe jetzt mal nachgeschaut. Internetverbindung habe ich noch ganz normal, aber die Steam-Verbindung ist anscheinend abgebrochen. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir hier aus dem Spiel gleich rausfliegen. Ich wollte gerade sagen, das war doch eigentlich das Geräusch von dem kleinen Männchen, oder? Hier können wir noch was machen. Eine Probe. Eine Antigenprobe. Die brauche ich definitiv für den Impfstoff. Okay. Hier oben hat man nichts mehr. Da müssen wir also jetzt wieder die Treppe runter. Du Dreckskerl, ich hab dich genau gesehen. Ich wollte gerade sagen, er ist doch jetzt tot, oder? Ist der jetzt noch ein neuer? Der da hinten ist doch nicht neu, oder? Nee, den hatte ich schon erledigt. Oh, Leute, echt jetzt. Bist du jetzt ein normaler Zombie? Ich glaube ja, oder? Bin mir gerade nicht so sicher. Oh, Moment, er hat was. Nachricht eines Wissenschaftlers. Es ist passiert. Unser Worst Case ist eingetreten. Das T-Virus ist irgendwie entkommen. Dr. Barth hat mir befohlen, riesige Mengen des Impfstoffs herzustellen. Ich habe eine Kultur des T-Virus-Antigens vorbereitet. Jetzt muss ich sie nur noch mit einem Adjuvans kombinieren, um die Wirkung zu verstärken. So sollte ich in der Lage sein, genug Impfstoff zu produzieren und alle überlebenden Bürger zu retten. Die Adjuvanzproben werden im Inkubationslabor gelagert. Testpersonen streifen bereits durch die Korridore. Okay, aber ich muss einen Weg finden, an diese Proben zu gelangen, während die Kultur reift. Für den Fall, dass ich nicht zurückkomme, schließe bitte den Synthesevorgang ab. Versuche einen Weg zu finden, diesen Ausbruch zu stoppen. Das ist das Mindeste, das wir tun können, nachdem wir diese schrecklichen Ereignisse in Bewegung gesetzt haben. Okay. Das macht mir jetzt nicht so wirklich Mut. Hier haben wir noch mal ein rotes Kraut, aber wir haben, glaube ich, kein grünes. Da könnte noch einer liegen. Wir haben auch nur noch zwei Plätze frei. Ich nehme es trotzdem mal mit. Da sitzt einer. Oh, jetzt habe ich Schießpulver mitgenommen. Shit. Dann kombinieren wir die erstmal. Ach so, die können wir noch kombinieren. Okay, dann haben wir zumindest zwei freie Plätze noch. Okay. Jetzt habe ich nur ein Problem, wenn diese Drecksviecher hier auch noch sind. Das muss die Stromversorgung sein. Ja, perfekt. So, Stromversorgung. Okay, das können wir machen. Hier ist aber noch was Schönes, hoffe ich. Ein Erste-Hilfe-Spray.
Das heißt, jetzt kommt was Größeres, oder? Oder irgendwas Stärkeres. Ich habe nämlich jetzt nicht gespeichert. Das ist nicht gut. Oh, bitte nicht wieder die weißen Zombies. Ich drehe am Rad. Ich habe nämlich nur noch einen einzigen Schuss jetzt hier von denen. Also gegen die. Ich hätte noch den Granatwerfer, aber ob ich das jetzt benutzen soll damit, ich weiß es nicht. Okay, das ist das. Ach, das ist dieser komische Bereich, den ich eben gesehen hatte. Oh Gott. Geht er automatisch auf? Nee. Oh, fuck. Oh, fuck. Kommen die jetzt durchgebrochen? Kommen die gar nicht durchgebrochen? Ich weiß es ja nicht. Ich habe auch noch eins frei. Theoretisch müsste ich auf jeden Fall noch eins aufnehmen und dann... Die hier etwa produziert? Sprengstoff. Ja, zur Not werfe ich das rote Kraut weg. Sprengstoff brauchen wir auf jeden Fall. Oh, oh, der hat hier irgendwas geladen. Das ist kein gutes Zeichen. Nee, also die lassen wir jetzt aber mal liegen. Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Ach so, ja, da. Okay. Oh, Scheiße. Mach doch mal dieses blöde Ding auf. Nein, nicht jetzt, Lachlan. Schieß. Oh, ich meine, gut, wir haben jetzt so viel davon. Ne? Wofür sollen wir es sonst gebrauchen? Oh. Oh Gott, ich hätte das jetzt eigentlich mit der Pistole machen können und sollen, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Schiss gehabt, dass der mich angreift. Kommt da noch einer raus? Oder hinten ist noch einer am Wackeln? Scheiße, das ist ein Weißer. Oh nein. Oh, bitte nicht noch einen. Dann verrecke ich hier. Das weiß ich jetzt schon. Nein. Den... Komm, die kombinieren wir jetzt direkt. Dann haben wir zwar Säure, das wollte ich eigentlich nicht, aber... Naja, sag bitte, dass da keiner mehr drin ist. Ah, genau, weich bloß nicht aus. Hallo? Och, die hat die falsche Pistole genommen. Willst du mich verarschen? Wenn ich rechts, wenn ich oben drücke, dann will ich oben haben und nicht rechts. Pff,
Wieso ist die jetzt auf der... Ich glaube es nicht, ehrlich. Okay, also Magnum habe ich definitiv keine Munition mehr. Oh, und ich bin schon gelb. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Kriegen wir hier noch ein grünes Kraut eventuell? Natürlich nicht. Wir kriegen Sprengstoff. Wir gucken erstmal, ob wir noch ein grünes Kraut zufälligerweise finden. Schießpulver. Ach, legt mich doch alle am Arsch, ehrlich. Da ist noch ein Bericht. Sehr geehrter Dr. Frankl. Frankl! Bitte erlauben Sie mir Ihnen meine herzlichste Gratulation für die Fertigstellung von Nemesis auszusprechen. Ein fürwahr beeindruckender Erfolg im Bereich der Biowaffenforschung. Eines parasitären Organismus in das Gehirn eines Tyrant einzuführen, um ihn extern zu kontrollieren. Ich kann nicht umhin, von solch einer brillanten Idee beeindruckt zu sein. Oh, ich kann nicht mehr lesen. Jedoch muss ich von einem medizinischen Standpunkt aus meine Missbilligung zu diesen Abweichen von der etablierten Umbrella-Richtlinien aussprechen. Indem Sie sich der Verwendung von Parasiten zugewandt haben, schaffen Sie einen gefährlichen Präzedenzfall. Viren können im Zaum gehalten werden. Ich bin der festen Ansicht, dass für jedes Virus auf der Erde ein effektiver Impfstoff entwickelt werden kann. Üppige Förderung und genug Proben vorausgesetzt natürlich. Können Sie jedoch dasselbe über Parasiten sagen? Ärzte haben vergeblich versucht, einen Impfstoff für Malaria zu entwickeln. Parasiten wie das Plasmodium sind genetisch weitaus komplexer als das T-Virus. Und zu glauben, man könnte sie steuern, ist äußerste Torheit. Womöglich sind Konsumenten in ihrem Land gewillt, PKWs ohne Bremsen zu verkaufen. Aber hier in Amerika wissen sie es besser. Aber mir fällt ein, dass Sie ja einen Abschluss in Wirtschaftslehre besitzen. Also haben Sie sicherlich schon einen brillanten Marketingplan erstellt, um die Schwarzmaler für sich zu gewinnen. Ich freue mich auf Ihre Rede im Forum in Berlin nächsten Monat. In der Zwischenzeit werde ich medizinische Lösungen zu diesen anmaßenden Problemen auskundschaften, das Sie uns aufgedrängt haben. Mit freundlichen Grüßen, Nathaniel Barth, PhD. Also nennen Sie ihn Nemesis. Ich hoffe, mich greift jetzt nichts an, weil ich mich nicht geheilt habe. Ja, da ich jetzt hier nichts gefunden habe, würde ich sagen, nehme ich das jetzt einfach mal. Dann kann ich das nämlich auch noch nehmen. War da noch was anderes? Ach so, genau das war das. Ja, dann... obwohl, Moment. Nee, das ist Schießpulver. Aber das ist normales Schießpulver. Also ich meine, scheiß drauf. Dann können wir das nämlich wegwerfen. Ja. Das mitnehmen. Eine Adjuvanzprobe kombiniert mit einem Antigen verstärkt sie die Immunsystemreaktion. Kann ich so vermutlich jetzt nicht kombinieren, gehe ich mal stark von aus. Okay. Dann hätte ich das jetzt nicht wegwerfen müssen, das rote Kraut. Ja, okay. Ich hoffe, es kommt jetzt nicht allzu viel, weil ich nämlich gerne mal speichern würde. Puh. Waren die? Oh, scheiße. Ja, das unten, das macht mir allerdings jetzt noch Sorgen. Oh, fuck. Habe ich das aufgeladen? 6 Schuss. Also ich hoffe mal, links werden die nicht rauskommen, aber bei den Huntern bin ich mir da nicht so sicher, da nicht einer rausgesprungen kommt. Der bewegt sich. Da bewegen sich alle. Oh, Fuku! Schieß! Okay. Okay, okay. Es war auf jeden Fall kein One-Hit dabei. Sehr gut. Jetzt muss ich hier nur aufpassen. Nicht, dass hier noch ein Hunter reinkommt oder so.
Da waren die Treppen. Bitte nicht noch einer, bitte nicht noch einer. Ich hab nichts mehr. Habe ich eigentlich... Nee, den Granatwerfer habe ich jetzt nicht drin, aber... den können wir für alle Sicherheit vielleicht mal eben nach rechts reintun. So, rechts ist auf jeden Fall der Speicherraum. Und ich würde sagen, da renne ich jetzt mal ganz schnell hin. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Gut. Erste-Hilfe-Spray spare ich mir natürlich. Ja, jetzt hätte ich das rote Kraut natürlich schön gebrauchen können. Ich habe es gewusst. Sprengstoff. Ich habe zweimal Sprengstoff. Ah, nehme ich jetzt aber trotzdem mal raus. Dann haben wir nochmal Granaten. Die Frage ist jetzt natürlich, kommt jetzt irgendwie ein Bossfight oder kommt jetzt kein Bossfight? Die normalen Pistolen tue ich auf jeden Fall erstmal rein. Die Magnum, ich würde die gerne wegtun, weil wir ja jetzt eh nichts mehr, also keine Munition. Ich weiß auch nicht, warum ich da keine Munition von finde. Das ist schrecklich. Wir nehmen auf jeden Fall erstmal wieder Kräuter mit. Das definitiv. So, das sind explosive Säuregranaten und ich glaube, ich habe Säuregranaten jetzt noch da drin, ne? Kann das sein? Oder normale Granaten, ich weiß es nicht. Ja, wenn ich jetzt wüsste, was jetzt kommt, dann wäre mir ehrlich gesagt wohler. Ich lasse das mal drin. Ich speichere auf jeden Fall noch mal kurz ab. So, und dann würde ich sagen, wenn wir den Impfstoff herstellen, das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an, weil wir jetzt schon eine ganz, ganz lange Folge haben. Vielleicht kriege ich das auch noch hin, die zwischendurch ein bisschen zu schneiden. Ich weiß es nicht. Aber ja, wenn nicht, mache ich auf jeden Fall jetzt hier erstmal einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao!